Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes, The Awakened. Ja, in der letzten Folge, ich bin gerade am Überlegen, haben wir mit irgendeinem Herrn gesprochen, der direkt neben uns stand und jetzt stehen wir offenbar komplett woanders. Ach, das war der Herr hier hinten. Ich hoffe, dass sich da jetzt nichts resettet hat. Also es ist sehr seltsam. Immer wenn ich hier rausgehe aus dem Spiel und auf Fortsetzen klicke, dann, ja, bin ich komplett woanders. Ich weiß auch nicht, warum. Auf der Visitenkarte steht Roy Soulsby London. Der Mann scheint häufig in der Nähe der Werft anzutreffen. Womöglich gerade am Pier 3. Das wissen wir ja alles. Die Frage ist, hatten wir jetzt schon mit ihm gesprochen während dieser Phase? Okay, anscheinend ja. Also ich hoffe für ihn, beziehungsweise ich hoffe für das Spiel, dass das jetzt nicht irgendwie zurückgesetzt wurde. Obwohl da hinten, die Sache haben wir uns auch angesehen. Also scheinbar, hier kann man auch nichts machen, ne? Scheinbar ist das unser aktueller Spielstand. Ich verstehe nur nicht, warum wir denn immer woanders hingestellt werden. Den Teil verstehe ich nicht. Dann schauen wir hier nochmal, das hatte ich ja gesagt. Sein Charakterprofil haben wir. Ausländische Frau. Sie sei diejenige, die überall im Hafen vermisste Plakate... vermisste Plakate, genau. Mr. Soulsby weiß angeblich nichts über die jüngsten Vorfälle. Kranker Schlammgräber. Da könnten wir eventuell auch nochmal gucken, ob wir da weiterkommen. Spuk in der Lagerhalle. Das würde mich auch noch interessieren. Ich weiß ja nicht. Aber ich glaube nicht, dass das mit ihm jetzt da zu tun hat. Mr. Soulsbys Visitenkarte. Bitte um ärztliche Hilfe. Barfrau vermissten Plakat. Was steht denn hier? Lagerhalle 2. Wurde von der Polizei untersucht. Wir können aber zumindest mal gucken, wo diese Lagerhalle 2 ist. Ach nee, da saß noch einer. Wir sind jetzt hier am Pier 3. Das weiß ich noch. Die Frage ist, wo sind die Lagerhallen und wo ist Lagerhalle 2? Und Gesundheit. Eieiei. Ich habe jetzt so gar keinen Überblick hier. Ich weiß es nämlich auch nicht genau. Ich weiß, wie wir zum Hafen kommen. Ich weiß, wie wir zu... Moment, hier 10. Sind das die Lagerhallen? Oh, halt. Was ist das? Wagenspuren. Zu schwer beladen. Seitlich umgekippt. Aha. Aha, aha. Gewaltsam durchbrochen vor kurzem. Vor kurzem ein Wagen verunglückt. Ah. Okay. Sag mal, was ist das hier für ein Idiot? Geht's noch? Can I ask you a question? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Ja, dann renn mich doch nicht die ganze Zeit so dumm um. Der rennt hier voll in mich rein. Okay, ja, das ist jetzt aber Lagerhalle 10. Können wir hier durch weiter irgendwie? Hier. Also wenn das die Lagerhallen sind. Ich weiß es, aber ich gehe mal davon aus, wenn da überall Zahlen drin stehen. 4. Direkt daneben ist die 12. Wollt ihr mich veräppeln? Nach welchem System sind die hier bitte sortiert? Neben der 4 ist die 12. Dann kommt hier die 11. Hier geht es dann gar nicht weiter. Wer bist du denn? Are you able to help me? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Okay. Na gut. Wobei ich jetzt auch am Überlegen bin, wenn wir das machen, sollten wir intelligenterweise diesen Hinweis auch anheften, ne? Aber wo haben wir jetzt die 4 gesehen? Als wir da rauskamen, oder? Wahrscheinlich bin ich jetzt gerade dran vorbeigelaufen bei meinem Glück. Ach nee, wir sind hier durchgelaufen. Hier stimmt, da haben wir die 4 gesehen. Da ist einer total verzweifelt, die ganze Zeit gegen die Wand am Laufen. 3. Lagerhalle 3. Ah, 2. Das sieht gut aus. Können wir mit dir sprechen? Good evening, Constable. I heard some people talking of ghosts in this warehouse. Gossips, all of them. An old lady neighbor saw some lights and ghostly shapes in the middle of the night. She heard music too. Turns out this was the warehouse of Grandpa Kujak. He owned a business with theater props for scary shows. I went in and
Well, it is a bit creepy, but I think it was probably just some kids fooling around. Do you mind if I take a look inside? Not at all. It's like Madame Tussauds, only worse. I'll be on the beat round the pub for the rest of the night. Damned explosion. Good night, sir. Ja, gute Nacht, gute Nacht. Kann ich hier so rein? Ja, da kann ich rein. Ein schöner neuer großer Spielplatz. Dann schauen wir uns doch erstmal eben um. Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich die Dinger geholt? Das ist schön. Da hat aber gerade irgendwas Grünes unten rechts aufgeblinkt. War dieses grüne Symbol war jetzt gerade unten rechts im Bild bei mir. Das verwirrt mich ein wenig. Du sollst gerade ausgehen? Du sollst hier irgendwo drüber springen? Okay, hier sind Fußabdrücke. Okay. Was höre ich denn da? Hä? Creepy. Auch wenn ich nicht weiß. Das hört sich an, als ob hier immer noch einer am Laufen ist irgendwie. Das können wir zur Seite machen. Da haben wir was. Who is this intended to scare? Naja, komm, ich mein, ne? Also, wenn ja einer wirklich Angst hat und das dann hört, das könnte schon gruselig wirken. Phosphorus, used recently. Ich denke mal, die Spuren werden wahrscheinlich das nächste sein, ja. Where is this going? Ja, das führt über uns, aber das Problem ist, da ist jetzt schon wieder was angezeigt. Können wir da hinten? Ja, da können wir noch was machen. Ah, okay. Rechteckiger Abdruck, Holzsplitter. Okay. They opened the casket and left marks. Dabei wurden Spuren hinterlassen. So, so. A herbal odor with an etheric base. Liquor? Ein Likör mit Ethanol, okay. Von mir aus. So, dann haben wir hier noch was. Leere Abstellfläche, Kisten fehlen. Okay. Dann haben wir schon mal zwei von den grünen Dingern, die wir hier brauchen. Ja, das ist geil. Ich lasse die Flasche in angeblicher rotieren. Aber man sieht nur den Korken. No brand or markings. It looks like a bulk product. Massenware, okay. Was ist das? Bottles of various shapes and sizes. I detect a mix of chemicals and aromas. Chemikalien und Aromen. Das hört sich aber nicht sehr gut an. Oh, hier ist noch. Ach, damit haben sie es gemacht, okay. Somebody had fun. Da hatte jemand Spaß. Ja. Der Kommentar ist gut. A small cart left those tracks. Kleiner Karren. So, hier könnten wir theoretisch auch was machen. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, wir haben noch nicht alle voll. Huch, ach, hier komme ich raus. Okay. Alles gut? Okay, vielleicht spuckt es hier doch, man weiß ja nicht. Okay, ja. Ist das eine Puppe da drin? Ich denke mal, ne? Ich glaube nicht, dass mir jetzt hier einer gleich eins mit Schädel haut. Die Sage von der schläfrigen Schlucht, okay. Okay, wir haben aber alle Punkte, aber das hier können wir uns noch angucken. Most likely the ghost the old lady saw through the window. Mhm. Okay, dann wollen wir mal gucken. Also, wer das jetzt?
Also einer mischt Chemikalien und danach hat er sich ein Tuch über den Kopf gehauen und ist geflogen. Oder wie verstehe ich das jetzt hier? Nein, er hat natürlich nur Chemikalien gemischt. Alles andere wäre ja unlogisch. Schauen wir mal hier. Ein kopfloser Kerl ist die Wand hochgegangen. Okay, ganz so schlimm war es hier offenbar nicht. So. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, dass einer eine Kiste reingetan hat oder sowas. Ah ja, das sollte wahrscheinlich heißen, dass einer aus dem Sarg ausgestiegen ist. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Okay, Watson, geh mir mal eben aus dem Weg, bitte. Ich muss hier nochmal gucken. So, einer hat Chemikalien gezogen. Und was wäre das andere? Ja, habe ich mir schon gedacht, dass der Typ hier quasi so ein Geist hier rumgefahren ist, sozusagen. Nee, das bestätigen wir mal. Somebody played with phosphorus to give the illusion of ghosts or ectoplasm. In reality, they were here to mix a few ingredients and prepare a solution of some sort. Then they took a box hidden inside the casket. And they left through that gate with a small cart. Ja. Ich konnte noch nicht mal meinen Kaffee zu Ende trinken hier. Was haben wir denn jetzt hier Neues? Moment, wir haben der wahre Zweck der Lagerhalle. Jemand benutzt die Lagerhalle, um eine unbekannte Substanz herzustellen. Vielleicht finden wir mehr heraus, wenn wir Karrenspuren folgen. Ach so, ja, stimmt. Das können wir natürlich auch machen. Das ist im Endeffekt die Zusammenfassung von dem, was wir jetzt gerade gesehen haben. Spuk in der Lagerhalle. Der ehemalige, mittlerweile verstorbene Besitzer der Lagerhalle handelte mit Requisiten. Ach so, das ist das, was er eben noch gesagt hatte, der Polizist. Und er hatte, glaube ich, auch gesagt, hat er nicht irgendwas gesagt, der ist am Pub oder so? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was er jetzt gesagt hatte. Ich werde das auf jeden Fall mal als Hinweis anpinnen und dann folgen wir mal der Spur hier draußen, wenn denn da eine ist. Ja, da ist eine, sehr schön. Achso, wo jetzt aber nichts Neues steht, okay. Die Frage ist jetzt... Oder? Och, Watson, ganz ehrlich. Da steht aber nichts. Aber er ist, im Endeffekt ist er doch hier rüber. Zur Tür, oder was? Wo kommen wir denn hier rein? Kommen wir gar nicht rein. Ach, da hinten. Ah, okay. Man muss wahrscheinlich wirklich sehr nah dran sein, bis das dann auftaucht, so wie es aussieht. Da sehe ich keine Spur. Da sehe ich keine Spur. Da sehe ich aber auch keine Spuren mehr. Ich befürchte, wir sind schon zu weit. Nee, hier kann er ja auch schlecht... Obwohl, ja, er könnte schon mit dem Karren hier durchfahren. Wo habe ich denn die letzte Spur jetzt gesehen? Hier durch? Ja, hier durch. So. Geh mal weg, Watson. So, das heißt, wir könnten jetzt hier nochmal gucken, ob wir was finden. Aber hier finden wir auch nichts, so wie es aussieht. Es ist mir zu lange. Ich weiß nicht. Wir müssten doch schon längst wieder neue Karrenspuren gesehen haben. Aber geradeaus, wo ich jetzt gerade hergegangen bin, da habe ich jetzt auch keine gesehen. Vielleicht rum, nee, ne? Das Problem ist, in der Ansicht sieht man nicht so genau, wo man eigentlich hinläuft oder sonst was. Da kommt man auch nicht rein. Das kann doch nicht sein, dass da die Karrenspuren jetzt enden. Die gehen eindeutig hier durch. Da müsste doch dann auch wieder was Neues kommen. Hm. Da haben wir nichts. Da haben wir den Angler. Da waren wir doch schon mal hier, oder? Ja, genau, klar. Haben wir hier irgendwo Spuren? Where are we? The field hospital.
Genau, wo sind wir hier? Das ist eine gute Frage. Was hat er gesagt? Ein improvisiertes Krankenhaus oder was? Was ist das denn hier? Kann man hier irgendwo durch? Auch nicht. Wo? The coffin won't go away and the doctor's too pricey. Oder müssen wir... Moment. Die können mir wahrscheinlich auch nicht helfen, May oder? I ask for your assistance? I wish I could be of help, but I can't. Sorry. Help me, please. I can't help you with this. Haben die denn irgendwas anderes, womit die uns eventuell helfen können? Improvisiertes Hospital? Achso, ich muss noch... Achso, Moment, das ist das Neue. Im Armenviertel im Hafen stießen wir auf einen Improvisier. Würden die Patienten stattdessen ein richtiges Hospital aufsuchen, würden sie wahrscheinlich eher genesen. Okay. Können die da was zu sagen? My curiosity? I wish I could be of help, but I can't. Sorry. Du auch nicht? May I ask for your assistance? I can't help you with this. Okay. Können die mir mit irgendetwas weiterhelfen? Ich weiß nicht, kennen sie denen vielleicht? So? Could you help me? I can't help you with this. Können oder wollen die mir nicht helfen hier? Okay, ja, ich denke mal, das wird nicht allzu viel bringen. Moment, der Typ hat doch gesagt, dass er zur Bar geht. Eigentlich möchte ich ja den Spuren folgen, aber war das hier, wo die Bar war? Ah ne, das ist Watson. Moment, da war der Eingang. Er hatte doch irgendwie sowas gesagt, meine ich eben. So, hier wäre jetzt quasi... Das ist der aber nicht, der da so komisch reinguckt, oder? Sind Arbeiter, oder? Do you know anything about this? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Nein, okay, du siehst auch nicht aus wie Polizist. Ah, da oben, da oben. I don't believe in ghosts. I did when I was a kid. Was muss ich denn dann? My older brother used to creep outside and whisper at me through the window. Einige skurrile, ja. Vielleicht finden wir mehr heraus, wenn wir den Karrenspuren folgen. Das wäre schön, ja, aber das funktioniert ja offenbar irgendwie nicht. Da hinten ist, glaube ich, blockiert. Ne? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt durch die Bar durch muss grundsätzlich. Komme ich hier auch durch? Ja. Aber warum enden die Kachenspuren da? Das verstehe ich überhaupt nicht. Also die sind anscheinend nicht hier vorbeigekommen, so wie es aussieht. Weil sonst hätten wir die ja irgendwie sehen müssen. Ich meine, die waren von hier aus gesehen da, glaube ich, ne? Maud Dalton swears she saw ghosts in warehouse 2. The coppers even went over there. Must be serious. Die können uns auch nicht helfen, oder? Excuse me, just one question. Oh, I can't help you with this. Naja, aber du rumlabern kannst so. Maud Dalton swears she saw ghosts in warehouse 2. The coppers even went over there. Moment, wo kamen jetzt die Spuren her? Das war doch hier unten, oder nicht? Oder? Bin ich denn hier? Moment, ich sehe hier überhaupt gar nichts mehr. Nee, das ist jetzt der Pier. Das Komische ist ja, die waren recht nah zusammen vorher. So, hier waren die Spuren. Das kann doch nicht sein. Ach, jetzt zeigt ihr mir die Flasche plötzlich an, als untersuchen. Willst du mich jetzt hier? Willst du mich hier veräppeln? Dr. Tippett's Electric Pectobrain. Patent Medicine of the Future. This is a patent medicine.
A quick fix at an expensive price that drags the patient slowly into death. Bringt die Leute langsam in den Tod. Ein Quacksalber, okay. Ja, aber... Hat der vielleicht was mit diesem Ding zu tun? Aber da müssten wir hier Spuren finden. Mit dieser improvisierten Dings hier zu tun, was wir gefunden hatten. Oder finden wir jetzt die Spuren erst... Nachdem wir... Ah, jetzt steht da einer. Oh, Moment. Oh, jetzt liegen hier sogar Leute. Hallo? Ich bin verwirrt. Wo ist Fieber und Atemnot? Geh mal weg da. I can hear the patient suffers with their lungs. Lungenleiden? Da ist keiner. Ach, jetzt kann ich das nicht. From warehouse two. Aha. Warum ist das jetzt grün? Kann ich hier irgendwas... Oder ist das für eine Überlegung? Für eine Überlegung? Nicht für eine Überlegung. Also, bei der Substanz handelt es sich um ein Medikament namens Dr. Tippett... Schieß mich tot. Watson sagt, dass derartige rezeptfreie Mittelchen Patienten langsam in den Tod treiben können. Da haben wir jetzt was Neues bekommen. Das machen wir mal. Dr. Tippetts Elektro-Dingsbums, das rezeptfreie Medikament der Zukunft. Eine einzigartige Formel gegen Schwindel, Schwäche, Husten, Zahnschmerzen, Lungenleiden und Asthma. Vitalität und Lebensqualität für jeden zu einem Bruchteil des Preises anderer Medikamente. Wirkt garantiert nur natürliche Inhaltsstoffe. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so ist. Mit dem Typen reden wir auch gleich nochmal. Aber die haben ja irgendwas vom Arzt gesagt. Können die mir da vielleicht helfen? Ask for your assistance? I'll be happy to help you. So listen to me. Ah! Ah! Weil sie hat ja irgendwas vom Doktor gesagt. Dr. Tippetts Schieß mich tot wird im armen Viertel in einen Hinterhof an Kranke ausgegeben. Warum steht hier jetzt eigentlich ein Mann? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Ja, hier war doch die ganze Zeit eine Frau, oder bin ich jetzt total doof? Ich bin wirklich verwirrt. Okay, wir reden jetzt erstmal mit dem komischen Typen hier. Milchgesicht, sehr jung. Okay. Scheint ein Arzt zu sein. Ich denke, wir wissen schon, wer er wahrscheinlich sein wird. Buch Almost Doctor, Anleitung für hausgemachte Medizin. Ist grundsätzlich nicht schlecht, aber ein Arzt sollte sich auch ohne Buch damit auskennen. Oh. Lumestiziertes Pulver, Phosphor. Das ist doch das Zeug, was wir da an den Wänden gefunden haben. Audiodidaktischer Heiler oder Quacksalber? Ne, ich tendiere zu Quacksalber, nach dem, was der Watson mir gesagt hatte da eben. Dem äußeren Erscheinungsbild nach zu urteilen, ist dieser Mann zu jung für einen medizinischen Abschluss. Er ist daher äußerst unwahrscheinlich, dass er Arzt ist. An seinen Händen befinden sich Rückstände von Phosphor, vermutlich aus der Lagerhalle mit Requisiten. Ja, das denke ich nämlich auch. Er hat ein Buch über selbstgemachte Medizin bei sich. Ach so, selbstgemachte. Dieser Mann ist wahrscheinlich jemand, der die Naivität und Verzweiflung anderer Menschen ausnutzt, um schnelles Geld zu machen. Gehe ich von aus. So, das nehmen wir an. Good evening, sir. Are you the gentleman who sells that intriguing Pecto-Brain beverage? Good evening, gentlemen. I'm Dr. Thomas Tippett, and yes, it's proud inventor and purveyor. Are you a doctor? You seem remarkably young. I'm self-educated. I help people in need around these parts with my medicine. Helping, as in bringing to the grave? That is unfair, sir. The virtues of my invention are to calm the nerves, to stop coughing due to the endless smog, and to help children to sleep. Has your beverage been tested by your peers or any medical authority? I am a doctor, and it appears that you are playing with people's lives, people who place their trust in you to ease their pain. People need help, and drugs are expensive. My formula helps, and it's inexpensive. The product is dispensed from here only, so dose and usage are controlled. I looked into other patented medicines. They contain harmful or useless substrate, and they're sold in respected shops and pharmacies. Do you realize what you are doing? You are playing with people's health. You are a doctor. Take a look at my product.
You won't find mercury, radium, lithium, or any other toxic substances drowned in alcohol and sold freely by so-called health professionals. I can show you how I work. Let me help people. Watson, what do you make of this situation? I'm not sure. Patent medicines can be a scourge, yes, but he is not entirely wrong in practice. Why the haunted warehouse? Well, nobody was using it, and people are afraid of ghosts. It kept them away until today. What I do is not entirely legal, but I do help people. I help up to 50 people here every day. It is working. Ja, aber du hast auch gesagt, dass der Husten gelindert wird und der Typ hustet mir hier die ganze Zeit schon im Hintergrund rum. Das ist das Profil. Ja, das ist klar. Er scheint es als seine Mission anzusehen, Menschen in Not zu helfen. Wir können der Polizei von Mr. Tippetts Aktivitäten erzählen, damit sie ihm das Handwerk legt oder aber die Sache verheimlichen, damit er weiterhin den Menschen helfen kann. Zumindest mit den bescheidenen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Also er macht was, was nicht richtig ist. Das definitiv. Sonst haben wir auch nichts mehr, ne? Der wahre Zweck. Und sind wir mal ganz ehrlich, was hat er gesagt? Lungenentzündung und weiß ich nicht was alles. Was wird er denn sagen? It appears that the saltpeter explosion rattled the locals. Can't blame them for staying at home. Ja. Kann man die öffnen hier, die Tür? Nee. Ich bin mir nicht sicher, was wir machen sollen. Ja. Der Husten geht nicht weg und ein Arzt wäre zu teuer. Heißt das jetzt... Waren wir hier schon mal? Hier geht's auch noch rein. Oh, da können wir sogar rein. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Okay. Reden wir mal kurz. Hello, lad. Is this where I may find Dea? You read the poster? Yes? You know where my brother Girves is? Sadly, no. Well, not yet. Ah, ist das jetzt eine andere Aufgabe, oder was? I want to speak to Dea. Is she around? Emma. My mother. She got sick after the hot... the fire. Big red smoke. She couldn't breathe, so I took her to the doctor. Now I am in charge. Where did you last see Girves? He worked at a, warehouse. This man, Roy Solby, gave him the job. He paid him a necklace. Do you still have the necklace that Solby gave to Girves? Girves left it near the, shrine. I tried to sell it to buy Emma medicine, but no one wanted to buy. How would you describe this Solby? He was big and strong. He had a big scary eye. Scary, you say? Yes, like it was made of metal. Mm-hmm. Okay. Don't go anywhere. Er hat also... Ach, das meint er vermutlich mit Altar. Er hat ein großes Auge... Also was heißt groß? Er hat ein Auge aus Metall. I miss Girves. Do you think he's okay? Okay, also das sieht so ein bisschen japanisch aus. Oh, da war was. This cheap pendant looks like silver, but it's only made of tin. No surprise the boy couldn't sell it. Tin, okay. Oh, Völkerkundler. Okay, wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Das ist cool. Können wir denn hier sonst noch irgendwas machen? Nee, nur noch Watson. Aber du sagst mir nichts Neues, oder? It's a large harbor. If our kidnapper is hiding here, finding him won't be easy.
Das ist richtig. Ich bin ja auch irgendwie... Moment, von da sind wir jetzt gekommen. Polizei, genau. Ich wollte eigentlich zu der Polizei. Und dann habe ich das verwirrt, weil ich nicht wusste, ob wir hier schon mal drin waren. Da war die Lagerhalle. Das heißt, da müsste dann das Pub sein, oder? Ich hoffe. Ich glaube. Ja, genau. Da ist das Pub. Das heißt, den Typen finden wir hier vorne. Ja. Die Frage ist natürlich... Also erstmal den Polizisten finden wir hier. Die Frage ist natürlich... also er macht was, was nicht richtig ist. Das ist klar. Also auch die Sache mit dem Spuk und so, das ist natürlich Blödsinn gewesen von ihm. Die Frage ist, macht er das aus einem guten Ansporn oder will er nur das Geld haben? Weil er hat ja gesagt, er macht es für die Hälfte vom Preis. Ich behaupte mal einfach, wenn jemand wirklich was Gutes tun will und die Mittel hat, dann macht er das Ganze umsonst. Oder wirklich nur für eine geringe Gebühr, die die Mittel dann auch wirklich kosten. Und Watson hat ja schon gesagt, er ist sich nicht sicher, aber er findet es unterm Strich wohl nicht gut, so wie ich es verstanden habe. Ich weiß es nicht, ich weiß es echt nicht. Ich meine, wenn es ein Quacksalber ist und er hat ja selber gesagt, das lindert den Husten und hilft den kleinen Kindern beim Einschlafen. Also das übersetze ich mal damit, dass er Kinder tötet. Ich bin mir nicht sicher. Und es hilft beim gegen den Husten, hat man ja gemerkt, dass es nicht funktioniert, weil im Hintergrund haben sie ja dauernd, oder der eine zumindest, hat ja dauernd gehustet. Oh, keine Ahnung, ich melde den mal. Ich bin froh, dass ich sowas nicht in der Realität entscheiden muss. Constable, my name is Dr. Watson. A man called Thomas Tippett has opened a field hospital nearby and is selling illegal medicine there. He is using warehouse 2 for his smuggled product. Please stop him. I knew it was a swindle. Real ghosts don't look like that. I'll check on this crook right away. Ja, die Geister, die niemand rief. Toller Titel. Ja, damit haben wir zumindest schon mal einen Fall abgeschlossen. Anhänger mit Ammonoid-Motiv. Der Anhänger glänzt silbern. Das Roy Soulsby, also hinter dem wir sowieso schon die ganze Zeit her sind, den Anhänger dem, ja, Bruder, glaube ich, ist es, gegeben habe. Habe ihn zu Hause bei seiner Familie gelassen. Kettenanhänger. Achso, darüber können wir aber, wenn wir das anheften, können wir mit anderen Leuten reden, ja, wenn ich das richtig sehe. Ihr beschlossen, der Polizei von Mr. Tippetts Aktivität zu erzählen. Naja. Okay, dann lasse ich mal die Aussage mit dem Jungen hier drin. Ne? Also Sherlock stimmt mir zu. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich jetzt hier weitermachen soll. Also ich könnte noch mit ein paar Leuten reden. Ich könnte noch mal gucken, dass ich zu diesem Pier gehe, dass ich mit diesen einen Typen noch mal spreche. Aber der hat ja nicht so ein komisches Auge gehabt. Das verwirrt mich irgendwie. Weil so wie ich das verstanden hatte, war er das wohl. Und jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, weil er hat halt kein metallisches Auge gehabt. Zumindest sah das nicht so aus. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, dass wir hier dann erstmal einen kleinen Cut machen. Und ja, dass wir den Rest dann in der nächsten Folge auf jeden Fall erkunden werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.